Ne, Natururin schon wieder dran. Ich bin in Eiklingen. Das ist in Samtgemeinde Flottwede in der Nähe von Celle. Mutti besuchen. Und ich werde heute schon wieder eine kleine Wanderung spontan machen. Euch so ein bisschen Samtgemeinde Flottwede zeigen. So, jetzt mal eine verschissene Jacke anziehen und dann Wanderungsstart kommt. So, ich habe jetzt meine verschissene Jacke und meine schmierige Mütze angezogen. Und jetzt Wanderungsstart kommt. Losgelaufen. Jetzt Wanderungsstart kommt. Ich bin draußen. Ich werde jetzt bei diesem Nietor mein Lieblingsbier kaufen, damit ich später Bier trinken kann. Ich habe gerade Bier gekauft und jetzt laufe ich durch Eiklingen rum. Voll cool Wetter, aber schön frostig. Einmal Schule zeigen, wo ich früher mal zur Schule ging. Guck mal, da drüben ist diese Schule, wo ich früher gegangen bin. Hier, Oberschule Flottwede. Früher stand da Haupt- und Realschule Flottwede drauf. Aber jetzt heißt das Oberschule. Ja, heute ist das eine Schule. Aber wo ich hier noch damals zur Schule ging, war hier links Realschule und hier rechts Hauptschule. Ich habe heute einen erweiterten Realschulabschluss und ich war in der rechten Seite, in der Hauptschule damals, früher. Ich habe, glaube ich, vor einem Jahr schon ein Video gemacht, wo ich euch diese Schulen hier gezeigt habe. Aber mit meiner billigen Handykamera. Jetzt weiter zu gelaufen. Guck mal, hier vorne ist überall Frost. Also bestes Wetter für meine Alljahreshose. Wie die meisten wissen, trage ich das ganze Jahr über kurze Hose. Auch bei Frost und Schnee und Minusgraden. Weil das ist voll cool, wenn hier ganz viel diese Luft an meinen dreckigen Beinen da drankommt. Guck mal, hier vorne ist diese damalige Hauptschule, wo ich früher drin war. Da war voll cool Klasse gewesen, wo ich da war. Von der anderen Seite. Und das da vorne ist diese schmierige Sporthalle. Ich war früher immer der Beste in Sport in der Klasse. Das war auf jeden Fall voll cool Zeit gewesen früher. Frost gefunden. Frost. Schon wieder Frost gefunden. Noch mehr Frost gefunden. Das ist ja Schule von dieser Seite. Da wo Pausenplatz. Nee. Von diesem Scheißweg da hinten komme ich. Und hier vorne muss ich durch Feldlandschaft laufen, um da hinten zur Straße zu kommen. Da ganz hinten. Das ist voll scheiße. Ach ja, weil diese Wanderung hier spontan ist, habe ich nicht meine teuren Adidas-Laufschuhe angezogen, sondern meine billigen Straßenschuhe von Victory. Hier, von Deichmann, diese Victory-Straßenschuhe. Diese ganz billigen. Damit laufe ich heute rum. Prüfen, ob später Fußschmerzen kommt. Wegen dieser Victory-Schuhe. Und weil diese Wanderung jetzt heute spontan ist, habe ich auch nicht diese Rolltasche dabei, womit ich mein Bier rumfahre. Sondern heute habe ich mein Rucksack, wo ich Bier auf den Rücken tragen muss. Ich werde erstmal Bier trinken. Guck mal, das ist Zellerbier. Das ist mein Lieblingsbier, Biersorte. Das gibt's nur im Landkreis, hier im Landkreis Celle, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, im Heidekreis gibt's das auch noch so ein bisschen. Aber auch nur zum Teil. Und dieser Zellerbier, das gibt's in Bremen überhaupt nicht. Das ist voll scheiße. Deswegen, immer wenn ich hier bin, in Flottwede, also im Landkreis Celle, muss ich immer Zellerbier trinken. Weil Weg schmeckt gut. So, jetzt weiter zu gelaufen. Nee, jetzt laufe ich durch Feldlandschaft. Bis ich da hinten hoffentlich so eine Straße finde oder sowas. Meine billigen Victory-Schuhe sind nass. Oh, Scheiße! Hier vorne ist dieser schmierige Wasser. Und ich will jetzt nicht darüber hüpfen, um dahin zu kommen. Deswegen laufe ich diesen Fluss entlang. Und wenn ich da bis zum Ende gekommen bin, dann ist da hinten auch eine Straße. Dann kann ich da biertrinkend auch laufen. Deswegen gehe ich jetzt da lang. Über diese schmierige Feldlandschaft. Scheiß Feldweg! Scheiß Feldweg! Bin immer noch dazu gelaufen. Mit Bier trinken. Und meine billigen Victory-Schuhe sind immer noch nass. Weil das sind Schuhe von Victory. Ne, das ist voll cool. Hier vorne ist diese schmierige Straße, wo ich reinkomme. Und wenn ich jetzt hier lang laufe, durch diese Straße, durch diesen Gehweg, dann werden meine billigen Victory-Schuhe vielleicht trocken. Und da vorne ist Sandlinien.
Hier lang bin ich damals mit einem Scheißfahrer zur Schule gefahren. Ich hab mal in Schwachhausen gewohnt. Damals. Und da bin ich immer mit dem Fahrrad von Schwachhausen hier rüber gefahren und dann zur Schule und dann wieder zurück. Vor einem Jahr bin ich ja mit dem Fahrrad gefahren und hab euch so ein bisschen meine alte Gegend gezeigt. Dieser Link zu diesem schmierigen Video, wo ich euch so ein bisschen Samtgemeinde Flottwedel gezeigt habe, aber mit einer alten Billig-Handy-Qualität. Packe ich euch unten in meiner schmierigen, dreckigen Videobeschreibung von diesem Scheiß-Video drunter. Damit ihr das vielleicht angucken könnt, wie scheiße das Video geworden ist. Aber heute gehe ich zu Fuß, anstatt mit dem Fahrrad rumfahren. Damals, wo ich hier wohnte und zur Schule gefahren bin, da bin ich hier runtergerast und habe hier Vollbremsung gemacht. Und dann habe ich mich hier volle Kanne auf die Schnauze gelegt. Und hier vorne ist dieser Spielplatz mit Plastikdinger, die hier rumliegen, was in der Stadt zum Beispiel gar nicht möglich ist. Hier vorne liegt hier alles so rum. So, jetzt erstmal schon wieder Bier trinken. Und jetzt weiter zugelaufen. Hier vorne ist sonst Lingen. Ende. Und jetzt gehe ich dahin, wo nichts ist. Aber das war mein damaliger Fahrradweg. Gucken, wie viel km ich heute mache. Ich glaube heute nicht so viel, vielleicht so um die 30 oder so. Nicht so viel wie in der Sommerzeit, wie sonst normalerweise. Weil ich glaube, es ist jetzt schon 14 Uhr oder so. Und 19 Uhr kommt Mutti von der Arbeit zurück. Und bis dahin will ich schon wieder da sein, weil morgen fahre ich wieder zurück nach Bremen. Es ist 14 Uhr und ich habe gerade mal fast 6 km gemacht. Und deswegen heute nicht so viel km. Bier trinken. Guck mal, das hier ist dieser schmierige Waldweg, wo ich früher morgens immer mit dem Fahrrad gefahren bin zur Schule. Ich habe diese schmierige Bushaltestelle gefunden. Und hier ist diese Scheißkreuzung. Und hier bin ich mit dem Fahrrad von der ganz hinten hier rüber gefahren und dann dahin, da vorne zu diesem Scheißweg. Und hier vorne sind Scheißschilder. Seht ihr das? Ich ja. So, jetzt weiter zu gelaufen und gleich schon wieder Bier aufmachen. Gleich schon wieder Bier trinken. Scheiß Frostwetter. Gleich erstmal schon wieder Bier trinken. 8 km gemacht heute. So. Jetzt schon wieder Bier trinken. Oh Scheiße, Bier verloren. Ein paar Tropfen. Voll Zucker. So, jetzt erstmal Bier trinken. Jetzt weiter zugelaufen. Ich frage mich, ob wir wirklich diese Minusgrade haben. Weil dieser ganze Fluss hier vorne eingefroren ist. Da ist diese ganze Eis dran und sowas. Wegen meine Scheißbeine. Weil ich hatte das schon, mir ist überhaupt nicht kalt. Weil ich das seit sehr vielen Jahren mache mit kurzer Hose das ganze Jahr laufen. Das ist meine Alljahreswetterhose. Aber wenn Minusgrade, bei minus 20 Grad oder so, dann kommt hier Eis. Und das brennt. Diese scheiß Erfahrung habe ich schon mal gemacht. Da ist hier Eis entstanden und das hat hier voll die Frostverbrennung gemacht. Aber hier dreckigen Drecks-Scheißbein. Und das hat voll wehgetan und Wunden gemacht und sowas. Ich habe Ohrfunsen gefunden. Damals, wo ich in dieser Gegend hier gewohnt habe, da war dieser Scheißsee vollkommen eingefroren gewesen. Und da war voll fett Eis drauf. Und ich bin hier lang gelaufen auf diesen Scheißeis. Und dieser Eis hat Risse gemacht. Und ich bin da fast eingesunken. Also eingebrochen in diesen Scheißsee. Mitten im Winter. Damals, wo hier ganz voll fett Eis war. Das hier ist diese Schleuse zwischen Oppershausen und Offensen. Und hier dieser Schleuse, da habe ich früher geschwommen. Da bin ich von dieser Brücke hier runter gesprungen. Ist doch voll cool. Und hier bin ich auch mit so einer billigen Luftmatratze runtergesprungen. Aber ich habe da leider kein Video von gemacht. Aber das war auf jeden Fall unser Schwimmbad gewesen damals. So, hier vorne ist diese Bootschleuse. Hier bin ich mit so einer billigen Luftmatratze immer runtergeschwommen.
Und hier vorne, da war ich unter diesem Wasser. Also habe mich dann da an den Metalldingern festgehalten und war dann da unter Wasser gewesen. Vielleicht mache ich das irgendwann in der Sommerzeit nochmal, wenn ich wieder hier bin. Dann kann ich euch das zeigen. Und hier vorne ist so ein Scheißsteg. Und hier ist noch mehr Frost dran. Ich habe zwar kein Video mehr, aber ich habe mal ein Video gemacht, wie ein guter Kuhflitt. Der ist von hier hier rüber gehüpft und ist hier ausgerutscht und dann mit seinem Rücken hier voll dran geklatscht und dann hier reingefallen. Das war voll cool fürs Video, aber voll scheiße für die Verletzungen. So, jetzt weiter zu nach hier Wiedhausen zu gelaufen. Und dann, wenn ich über Wiedhausen wieder bin, da wieder zurück nach Aiklingen laufen. Langsam dunkel kommt, langsam. Das ist voll scheiße. Und diese scheiß Sonne geht runter. Das ist voll scheiße. Und wegen dunkel kommt. Darauf noch mal ein Bier trinken. Und jetzt weiter zu gelaufen. Nee, ich bin hier in schmierigen Wienhausen. Ich hab Hunger. Und ich hab hier eine teure Gaststätte oder wie das heißt gefunden. Aber ich wollte, wenn ich was zu fressen holen will, dann will ich einen billigen Drecksimbiss haben. Weil ich zu wenig Geld hab. Und ich hab hier in ganz Wienhausen keinen dreckigen Billigimbiss gefunden. Deswegen muss ich weiterlaufen. Bis nach Aiklin gehen. Nee. Ich bin in Aiklin gehen angekommen und es ist 5:30 und ich glaube, ich laufe gleich nochmal zu Wartlin gehen, um da einen Döner zu kaufen, weil da gibt's einen Dönerladen. Und sowohl in Aiklin gehen als auch in Sandlin gehen und Offensen und Wienhausen gibt's keinen Dönerladen. Und ich hab voll Hunger, das ist voll scheiße. Deswegen laufe ich von hier aus bis Wartlin gehen. Das ist vielleicht 3-4 km oder so. Und dann Döner fressen. Nee. Ich hab Wartlin getroffen. Ich bin fast dazu gekommen. Hier vorne, da ist hier Sinus Grill oder wie das heißt. Und da kann ich gleich Döner fressen. Und ich hab voll Hunger. Voll cool. Geschafft. Gleich Döner fressen, endlich. So, jetzt gehe ich da rein und Döner fressen. Ne? Ich hab grad Döner gefressen. Und weil ich gerade Döner gefressen hab, werde ich schon wieder von Wartling nach Aiklin gehen laufen. Und dann ist Wanderung zu Ende. Ich bin in Aiklin gehen anzugekommen. Und später, wenn ich Videos schneiden werde, dann werde ich ein paar Sätze noch zum Schluss sagen und euch zeigen, wie die Strecke war, wo ich überall lang gelaufen bin und wie viel km und so weiter. Aber jetzt sage ich schon mal Schluss für heute. Ne, ich bin wieder zurück zu Hause angekommen, hier in Bremen zu Hause. Das war meine verschissene Dreckstour durchs Samtgemeinde Flottwedel. Ich bin jetzt gerade am Fertigschneiden. Und das hier ist noch so ein Schlussvideo. Ich will euch noch zeigen, wo ich überall lang gelaufen bin. Ich bin folgende Ortschaften gelaufen. Von Aiklingen nach Sandlingen. Dann Offensen. Dann diese Schleuse zwischen Offensen und Oppershausen. Dann wieder zurück und dann nach Wienhausen. Dann von Wienhausen nach Aiklingen schon wieder. Und weil ich keinen Dönermann gefunden habe, bin ich nochmal nach Wartlingen gelaufen. Und danach bin ich zum Schluss wieder nach Aiklingen zurückgelaufen. Die Wanderung war 25,9 km lang. So, das war jetzt diese Wanderung. Ich sag jetzt schon wieder Schluss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.